Hallo und willkommen, meine Freunde, zum Fernbus-Simulator. Wir sind auf dem Weg nach Kassel. Und ja, wir lassen es jetzt mal gut laufen. Hätten jetzt gerade fast einen Unfall gemacht, was jetzt nicht so toll war, aber ja, da kommen wir halt durch. Da können wir uns nochmal rausmogeln und sagen, okay, bei den Fahrgästen, das war so und so. Das war jetzt nichts Gravierendes. Ich glaube nicht, dass wir dafür Minuspunkte bekommen haben. Aber der Regen, der schlaucht doch ganz schön. Wenigstens schaffen wir es fast in einer Tour jetzt nach Kassel von Dortmund aus. Ah, die fahren ja alle ab. Sehr schön, dann können wir wieder die Spur wechseln. ...100 erlaubt, 97, wir lassen rollen und ja. Der Setra ist eigentlich auch ein sehr schöner Bus, wie ihr seht. Ich kann mich nicht beklagen. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt irgendwie in einer Polizeikontrolle oder so reinkommen. Aber da vorne scheint schon wieder eine Baustelle zu sein. Da müssen wir mal schauen, was da los ist. Geht es aber auf 130, runter 120. Ach, Staugefahr soll ja sein, okay. Sehr komisch, die Warnschilder. Hier ist aber überhaupt gar nichts. Haben noch 80 Kilometer bis unserem Zielort. Die Fahrgäste sind alle hinten ruhig und sind zufrieden. Singeln wir hier schön mit unserer Geschwindigkeit. Nur 59 Kilometer übrigens, da geht es eigentlich ziemlich schnell. Einen Flixbus-Kollegen vor uns. Ich glaube, aus Frankreich ist der, ne? Vielleicht muss der auch nach Kassel, wer weiß.
Ich glaube, der Regen ist weg. Die nächste Ausfahrt müsste, glaube ich, auch unsere sein, Kassel, ne? Ich sortiere mich schon mal rechts ein. Polizei, dein Freund und Helfer. Heute Morgen in Dortmund hatten wir richtig Alarm. Und hier können wir jetzt so durchcruisen, ohne dass jetzt hier großartig was ist, ne? Wann sollen wir da sein? Ach schade, jetzt sehen wir die Anzeige nicht. Ich könnte jetzt in eine Handy-App schauen, aber... Warte mal, ich muss da gar nicht lang, ich muss hier lang, ne? War ein Fehler von mir. Dem schönen Setra-Bus. Ich finde den Setra-Bus, man merkt, das liegt keine Lizenz vor, aber ich finde den gar nicht mal schlecht.
So, wann sollen wir denn da sein? Warum sehe ich das nicht? So, da haben wir rechts die Haltestelle. Sehr schön, sehr schön. Bin hier noch nicht gewesen. Müssen wir, glaube ich, in den Zoff rein, ne? Frage ist, wo ist jetzt die Haltestelle, ja? Ja, die Strecke. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Tja, so ist das nun mal, wenn man Flixbus fährt. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Wir können hier überpünktlich ausloggen. Zack, und dann schauen wir uns die Bewertung in Ruhe noch an. Also, 8 von 8 transportierte Fahrgäste. Leider hätte ich hätte gerne mehr mitgenommen. Verkaufte Tickets hatten wir keine. Abgeschlossene Stops 2. Kontakt mit der Zentrale hatten wir keine. Hä? Haben wir nicht gesagt, so, wir fahren jetzt los oder so? Verstehe das nie. Oh, was ist Kontakt mit der Zentrale? Tanken brauchten wir nicht. Tank nicht leer gefahren, haben wir Punkte bekommen. 194 Kilometer und hier unsere EP steigt wieder total, ne? Sehr gut. Service war alles dabei, was sein sollte. Verkehrsregeln 100%. Lenkzeit eingehalten. Betriebszeit eingehalten. Kein Bordstein, kein Passant, kein Unfall, keine Radarkontrolle. Fehlverhalten, auf der Straße gefahren. Okay, wir sind über Bordstein am Anfang gefahren. Aber Bremsverhalten okay. Lenkverhalten okay. Bordstein mitgenommen, keinen. Geschwindigkeitslimits eingehalten, 99%. Passt doch. Damit können wir leben, Freunde. Und jetzt haben wir Dortmund und Kassel. Also wie gesagt, ich mahne nochmal da an. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, wenn ihr sagt, ich möchte nochmal sehen, wie der von Mönchengladbach nach Dortmund fährt mit den Zwischenstops, wo ich mich so geärgert habe, dann könnt ihr einfach Mönchengladbach-Dortmund jetzt in die Kommentare voten und dann fahre ich die Strecke nochmal und ihr seid dann sozusagen ein Special Guest an Bord, der dann auch extra begrüßt wird. Ja? So, für die nächste Folge werden wir uns wieder einen frei machen. Ich würde sagen, wir starten jetzt wieder von Dortmund, damit wir jetzt hier ein bisschen alles freischalten können. Und zwar geht unsere Fahrt... Ne, Moment, wir sind jetzt in Kassel, ne? Okay. Dann eine neue Route. Wir machen die 05. Und zwar von Kassel nach... Leverkusen. Ja, genau. Das ist unsere nächste Strecke. 239 Kilometer, über 2 Stunden. Der Check-in machen wir mal 5 Minuten. Planen wir da ein. Und ja, das soll unsere nächste Strecke sein, die von hier losgeht. Und wenn wir losfahren und starten, dann starten wir, wie gesagt, von hier. Mit der neuen Route. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugesehen habt. Tschüss, ciao und bye bye.